Rufe auf den Tagesordnungspunkt 70, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde, 25 Jahre Deutsche Einheit. Hessen feiert in Dankbarkeit und großer Freude. Und wäre dankbar, wenn es eine Wortmeldung der CDU geben würde. Das macht der Alterspräsident. Bitte sehr, Kollege Klee, du hast das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 25 Jahre Deutsche Einheit. Hessen feiert in Dankbarkeit. Man hat nicht die Zeit, um die Vorgeschichte des Tages der Deutschen Einheit in einer Aktuellen Stunde zu erläutern. Heute gilt es, der Freude Ausdruck zu verleihen, dass wir als Volk wieder selbstbestimmt in Frieden und Freiheit leben können. Das wurde in einer friedlichen Revolution von unten nach oben erreicht. Die Montagsdemonstrationen mit dem Ruf „Wir sind das Volk“, die später in den Ruf mündeten „Wir sind ein Volk“, bleiben unvergesslich. Man war es einfach leid, sich von einer maroden, rückwärts gerichteten Regierung das Leben vorschreiben zu lassen, die ständigen Gängelungen und Bespitzelungen, keine Reise- und Pressefreiheit waren Punkte, deren die Bürgerinnen und Bürger der DDR überdrüssig waren. Die ganze Welt schaute mit, als Bundesaußenminister Genscher am 30. August 1989 vor mehr als 4.000 DDR-Flüchtlingen in der Prager Botschaft verkündete, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise, das Ende des Satzes, ist im Jubel der Menschen untergegangen. Anschließend fuhren die Züge von Prag, ohne in der DDR zu halten, in den Westen. Aber zuvor hatte schon im August des Jahres 1989 der ungarische Ministerpräsident Antal die Grenzöffnung für aus der DDR Geflüchtete nach Österreich geöffnet. Auf dem Vereinigungsparteitag der CDU am 1. Oktober 1990 wurde er dafür minutenlang gefeiert. Am Tag, als die Mauer am 9. November 1989 fiel, interpretierte Günter Schabowski den Beschlussvorschlag des DDR-Ministerrates zum Reisegesetz in, wie wir heute wissen, einer Form, die so nicht beabsichtigt war. Auf die Frage eines italienischen Journalisten, ab wann denn das Gesetz gelte, gebrauchte Schabowski die Worte sofort und unverzüglich. Das war der Start zum Fall der Mauer. Die Nachricht erreichte den Deutschen Bundestag, der seine Sitzung am 9. November unterbrach, um kurz nach 20 Uhr stehend die deutsche Nationalhymne zu singen. Für die Bürgerinnen und Bürger auf beiden Seiten gab es kein Halten. Viele Bundesbürger machten sich auf zur Grenze. Die Trabis kamen entgegen. Man roch sie schon, bevor man sie sah. Die Landeshauptstädte Wiesbaden und Mainz schickten je drei Busse nach Herleshausen, um in den Morgenstunden des 10. November Bürgerinnen und Bürger der DDR abzuholen zu einem Tagesausflug nach Wiesbaden und Mainz. Die Nachricht war über HR3 und SWF auch in die DDR gelangt. Es waren bewegende Begegnungen an der Grenze und in Folge auch in den Hauptstädten. Ich war einer der Busbegleiter. Ich könnte hier stundenlang erzählen. Helmut Kohl wird zu Recht als Kanzler der Einheit bezeichnet. Ihm gebührt Dank für die diplomatischen Leistungen, die er zusammen mit Außenminister Genscher erbracht hat. Aber es gehört auch zur Wahrheit, dass ohne Zustimmung der USA, Großbritannien, Frankreich und vor allem der UdSSR keine tragbare Lösung zur Einheit Deutschlands erreichbar gewesen wäre. Die Bedenken waren vor allen Dingen in England und Frankreich hörbar. Die Haltung der USA und der UdSSR werden in den Grußadressen zum Fall der Mauer im Jahre 2014 von George Bush und Michail Gorbatschow geschrieben. George Bush schreibt unter anderem, ich zitiere, die Mauer wurde auch von Deutschlands Verbündeten umgestoßen, die dem deutschen Volk bedingungslos zur Seite standen, damit es seinen Traum von der Einheit erfüllen konnte. Ich möchte auch nicht versäumen, schreibt Bush weiter, die besondere Rolle von Michail Gorbatschow zu betonen. Er hatte die mutige Überzeugung, dass seine Perestroika-Reformen in den sowjetischen Satellitenstaaten auf ihre eigene Weise Fuß fassen und ihre Wirkung entfalten sollten. Und Michail Gorbatschow schreibt, ich zitiere, das Niederreißen der Mauer ebnete den Weg zur deutschen Einheit. Das bedeutet das Ende des Kalten Krieges. Die Deutschen haben zu dieser Wende einen großen Beitrag geleistet.
Andere Völker haben sie unterstützt, sonst wäre die deutsche Wiedervereinigung undenkbar gewesen. Besonders wichtig dabei die Russen, alle Völker der Sowjetunion, die im Blutvergießen des Krieges gegen das Hitlerregime die schlimmsten Verluste erleiden mussten, haben für die Sehnsüchte der Deutschen Verständnis und Vertrauen aufgebracht. Nicht Gewalt, sondern Gespräche und Suche nach gegenseitigem Vertrauen, das Bestreben, sein Gegenüber zu verstehen, haben das Klima geschaffen, in dem es möglich wurde, ein so düsteres Bauwerk wie die Berliner Mauer zu zerstören. Originalton Michail Gorbatschow. Gorbatschow zitierte dann aber auch Willy Brandt, der einmal gesagt hat, wer nicht schießen will, muss reden. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Wir haben allen Grund, stolz zu sein und den 3. Oktober 2015 in Frankfurt zu feiern. Herr Kollege, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Ganz flott. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland viel erreicht und uns Anerkennung in der gesamten Welt erarbeitet. Vor diesem Hintergrund sollte es uns auch gelingen, die aktuellen Probleme, wie wir am Dienstag das Flüchtlingsproblem diskutiert haben, mit Optimismus und Tatkraft anzugehen. Ich wünsche uns einen schönen Nationalfeiertag in Frankfurt. Ich bin sicher, es kommen Hunderttausende. Es wird ein stolzer Tag für unser Land. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, lieber Haus Klee. Das Wort hat der Abg. Lothar Quanz, SPD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer! Ich teile voll die Botschaft, voll den Inhalt, nicht nur der Thematik des Tagesordnungspunktes, sondern kann auch jeden Satz meines Vorredners unterstreichen. Wir sprechen hier von einem Glücksfall der deutschen Geschichte. Unsere Geschichte ist nicht sehr gesegnet mit solchen Glücksfällen. Aber wir können gemeinsam in Dankbarkeit und ich sage auch mit Stolz auf die Ereignisse von 1989, die dann zu dem 3. Oktober 90 führten, zurückblicken. Mit Dankbarkeit deshalb ganz besonders, weil kein einziger Schuss fiel, weil die Revolution friedlich begann und friedlich endete und deshalb erfolgreich war. Mit Stolz deshalb, weil Menschen auf die Straße gingen, Zivilcourage zeigten und die Mauer zum Einsturz brachten und damit das Tor zur Wiedervereinigung aufstießen. Ich darf kurz auf die wichtigsten Ursachen, Akteure, Ereignisse, Entwicklungen eingehen. Und wie bei Herrn Klee, der 3. Oktober 1990 ist nicht denkbar ohne den 9. November 1989. Ich möchte aber ganz kurz auf Bertolt Brechts klassisches Gedicht Fragen eines lesenden Arbeiters verweisen. Da heißt es unter anderem, wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen der Könige. Auch in unseren Geschichtsbüchern werden Namen nicht der Könige, aber wesentlicher Politiker stehen, die das Ereignis ermöglicht haben. Ich aber möchte zunächst den Blick, eben wie bei Brecht, auf die richten, die für mich die wahren Helden sind. Das sind die Menschen, die mit Kerzen in den Händen gegen einen Unrechtsstaat, gegen eine Diktatur aufmarschierten. Die wahren Helden sind die, die Rückgrat zeigten, als es noch zerschlagen werden konnte, die Gesicht zeigten, als die Krake Stasi noch ihr Unwesen trieb. Diesen Menschen müssen wir zuerst bei solchen Gelegenheiten das Recht auf ihren Platz in der Geschichte zuweisen. Und die Dynamik setzte sich fort, Herr Klee, das haben Sie auch zitiert, indem dann aus dem Skandieren der Slogans, wir sind das Volk, wir sind ein Volk, wurde und die Dynamik hin zur Wiedervereinigung mit dieser Macht von Hunderttausenden von Menschen letztlich untermauert wurde. Ich darf aber auch verweisen auf die Akteure, die geschichtlich gewissermaßen zu den Vorläufern gehören.
an die Solidarność in Polen. Ich erinnere an die Charta 77, Václav Havel in Prag. Und ganz besonders erinnere ich an den KSZE-Prozess. Undenkbar ohne den wesentlichen Beitrag, und das sagen wir Sozialdemokraten mit Stolz, von Willy Brandt und Egon Bahr. Und Egon Bahrs Blaupause mit dem Titel Wandel durch Annäherung legte die wesentlichen Grundlage dafür, dass die Mauer löchrig wurde, dass Informationen flossen, dass Menschen sich wieder begegnen konnten, zunächst nur von West nach Ost. Aber dieser Prozess gewann so an Dynamik, dass er dann auch letztlich die Menschen in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg erfasste. Und zu Recht haben Sie Michail Gorbatschow seinem Verdienst genannt, dreifach. Glaube ich, hat er sich um diese Entwicklung, um die deutsche Wiedervereinigung verdient gemacht. Erstens, Perestroika und Glasnost haben die Sowjetunion verändert, haben Prozesse ermöglicht, die vorher undenkbar waren. Aber zweitens, ich sagte es schon, sein Befehl, dass nicht geschossen wird, war die wesentliche Grundlage dafür, dass das Ganze friedlich und erfolgreich beendet werden konnte. Und ohne seine Zustimmung und genauso ohne die Zustimmung der drei westlichen Großmächte in den 4+2-Verhandlungen wäre der Prozess letztlich gescheitert. Deshalb an dieser Stelle auch noch einmal das große Verdienst von Gorbatschow erwähnt. Ich vergesse auch nicht Bundeskanzler Kohl, Außenminister Genscher, die mit ihren weitsichtigen Entscheidungen natürlich, sage ich auch, diesen Prozess erfolgreich mit eingeleitet und begleitet haben. Lassen Sie uns gemeinsam in Freude feiern. Ja, es gibt Trennendes weiterhin zwischen den neuen Bundesländern und den alten. Ich könnte auf einige Beispiele verweisen. Wenn man scherzhaft machen wollte, könnte man sagen, die neuen Bundesländer haben nicht eine einzige Fußballmannschaft in der ersten Bundesliga. Aber es gibt andere Beispiele, die, glaube ich, zeigen, dass wir gemeinsame Probleme auch gemeinsam lösen müssen. Ich denke an die demografische Entwicklung. Ich denke an den ländlichen Raum und dessen Entwicklung. Da gibt es gemeinsame Aufgaben, denen wir uns gemeinsam auch zuwenden müssen. Lassen Sie mich schließen, dass diese Ereignisse uns, dieser Generation, heute auch Verantwortung übergeben. Verantwortung erstens dafür, eine Erinnerungskultur zu bewahren. Dazu dienen solche Stunden wie diese auch. Erinnerung an das Trennende, an das Menschenverachtende, an Mauer, Stacheldraht und vieles mehr. Damit auch Zeichen der Trauer setzen. Aber gleichzeitig erinnern an die grenzenlose Freude, die am 9. November 1989 begann. Und auch erinnern an die stolzen Aufbauleistungen. Dieses Projekt, dieses Problem zu stemmen, 17 Millionen unter völlig anderen Bedingungen, wirtschaftlich, sozial, kulturell lebten, in so kurzer Zeit so viel Gemeinsames an Qualität zu schaffen, ist eine stolze Leistung aller Deutschen. Darauf können wir stolz sein. Lieber Kollege Lothar Quandt, man muss zum Schluss kommen. Komme ich zum Schluss. Gestatten Sie mir noch zwei Sätze. Beleben wir also stets den Geist der Demonstranten von 1989. Feiern wir immer wieder den Sieg der Freiheit über die Diktatur. Feiern wir den Sieg der Kerzen über die Gewehre. Es bleibt der Auftrag an alle Demokraten, wir sind ein Volk, das Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität nicht nur an Feiertagen predigt, sondern allen Werktagen seine praktische Politik daran orientiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Lothar Quandt. Das Wort hat die Frau Kollegin Feldmayer, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Die Wiedervereinigung jährt sich am 3. Oktober zum 25. Mal. Es wird eine große Feier geben,
in Frankfurt. Darüber freue ich mich natürlich als Frankfurterin mit den hier anwesenden Frankfurter Abgeordneten besonders. Es wird ein umfangreiches Informationsprogramm geben, Diskussionen und Zeitzeugengespräche. Es ist auch nötig, daran zu erinnern, was dort alles stattgefunden hat. Aber es wird auch eine Feier sein, eine Feier aus Anlass dieses wunderbaren Kapitels unserer Geschichte, die an die friedliche Überwindung von Unterdrückung und Diktatur, an den Sieg von Demokratie und Freiheit erinnert. Ich möchte mich anschließen an das, was Herr Quanz schon gesagt hat, dass die Wiedervereinigung vor allem ein Verdienst der einfachen Bürgerinnen und Bürger ist, die genug hatten von Gängelungen, von Reiseverboten und der Bedrohung durch die Staatssicherheit. Diese Bürgerinnen und Bürger waren es, die die Mauer, die den Eisernen Vorhang zum Einsturz brachten. Wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete, soll Horst Sintermann, ein Mitglied des Zentralkomitees der SED, im Nachhinein gesagt haben. Die Bürgerinnen und Bürger haben es geschafft, dass diese Revolution friedlich vollzogen wurde. Ohne den Mut der Bürgerinnen und Bürger, die 1989 auf die Straße gingen, hätte es keine freien Volkskammerwahlen in der DDR und keine Wiedervereinigung gegeben. Die Menschen skandierten: „Wir sind das Volk." Ein berühmter, ein historischer, ein stolzer Satz, wie ich meine. Damit wollten die Menschen den Parteifunktionären, denen da oben, deutlich machen, dass die Regierten sich gefälligst um das kümmern sollten, was die Regierten fordern, endlich mal zuhören sollten und immer und mal aufhören sollten mit ihrer Apparatschik-Politik. Dass jetzt Pegida, Legida oder wie auch immer sie sich nennen, diese Parole für sich vereinnahmt, ist widerwärtig, meine Damen und Herren. Diese Menschen stehen nicht für das Volk. Sie sind eine Minderheit, zum Glück muss man sagen. Und was sie meinen, wenn sie rufen, „Wir sind das Volk", ist schlicht nur: „Wir sind das Volk." Und die anderen, die eine andere Religion, einen anderen Glauben, eine andere Meinung haben, eine andere Hautfarbe, sollen nicht das Volk sein. Sie wollen ausgrenzen, und sie wollen das instrumentalisieren, was die mutigen Bürgerinnen und Bürger der DDR damals vollbracht haben. Meine Damen und Herren, unsere Aufgabe als Politiker ist in diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass das eine widerwärtige Instrumentalisierung ist. Ich glaube, wenn wir dieses Jahr 25 Jahre Wiedervereinigung feiern, wenn wir feiern, dass Grenzen, dass der Eiserne Vorhang überwunden wurde, dass die Mauer gefallen ist, müssen wir uns auch an die aktuelle Situation in Europa erinnern. Dieses Europa mit seinen Grundwerten Demokratie, Menschenrechte und Freiheit hätte es ohne die Wiedervereinigung nicht gegeben. Und es ist kein gutes Zeichen für die momentane Verfasstheit Europas, dass nun angesichts der Flüchtlingszahlen wieder Grenzzäune und Mauern innerhalb des Schengen-Raums sogar errichtet werden. Geradezu zynisch mutet es an, dass die jetzige Regierung in Ungarn sich so martialisch gegen Flüchtlinge abschottet, wo doch damals, vor 26 Jahren, die Freiheit für die DDR-Bürger zuerst über Ungarn erfolgte, das die Grenzen als erstes öffnete. Wir haben in Europa, in Deutschland, in Hessen ein riesiges Privileg. Wir können glücklich sein, in einem Land geboren zu sein, das nach der Überwindung von zwei Diktaturen für demokratische Grundwerte steht. Andere Menschen, die zu uns flüchten, haben das nicht. In einigen Fällen flüchten sie ja gerade zu uns, weil dort keine Demokratie herrscht. Wir haben es geschafft, dass das zweigeteilte Deutschland wieder zusammengewachsen ist. Das war für uns alle eine Bereicherung gewesen. Ich glaube, das wird hier niemand bezweifeln. Und ich bin davon überzeugt, dass so ein starkes Land, so eine starke Europäische Union auch mit den Herausforderungen der Flüchtlingskrise umgehen kann und auch bereichert daraus hervorgehen wird, und dass wir mit unserer Geschichte es nicht nur schaffen können, sondern auch dazu verpflichtet sind, dies positiv zu gestalten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Feldmayer. Das Wort hat die Frau Abg. Beer, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die deutsche Einheit wurde möglich, weil Millionen von Menschen auf den Straßen der DDR, aber auch Politikerinnen und Politiker mit Entschlossenheit und Weitsicht handelten. Zwei Faktoren ebneten den Weg für die historische Chance dieser deutschen Einheit. Und zwar zum einen, dass die deutsche Frage über all die Jahrzehnte vor 1989 konsequent über den europäischen Weg angegangen wurde. Die europäische Einigung wurde quasi zum Rahmen der deutschen Einigung, während die Überwindung der deutschen Teilung schließlich wiederum das Ende der Spaltung Europa einläutet. Und zum anderen wurde die friedliche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 auch durch die Entspannungspolitik der 70er Jahre ermöglicht. Und wenn wir uns zurückerinnern an diese Jahre, dann werden wir uns daran erinnern, wie umstritten diese Frage damals war, durch wie viele Familien ein tiefer Riss ging in der Einschätzung, ob die neue Ostpolitik, ob die Bemühungen über Gespräche die Basis für Vertrauen und damit dann möglicherweise auch die Basis für die Wiedervereinigung zu legen, der richtige Weg ist. Heute wissen wir, dass mit dieser Politik Weitsicht bewiesen wurde. Die Entspannungspolitik machte deutlich, dass die Propaganda vom antifaschistischen Schutzwall eben genau das war, Propaganda. Und zwar Propaganda eines totalitären kommunistischen Staates, der seine Bürger lieber einsperrte, als ihnen bürgerliche und wirtschaftliche Freiheitsrechte zuzugestehen, der sie lieber mit Waffengewalt daran hinderte, die Einflusssphäre des sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaates zu verlassen. Hans-Dietrich Genscher, der die DDR 1992 verlassen hatte, verfasste als Bundesinnenminister zur Unterzeichnung des Grundlagenvertrages auch einen Brief an die sowjetische Führung, in dem er deutlich machte, dass für die Bundesrepublik die deutsche Frage damit keineswegs geklärt war. Man hatte dieses Ziel eben nicht aufgegeben. Und Respekt gebührt in diesem Prozess auch den Verdiensten von Willy Brandt, Egon Bahr und Helmut Schmidt. Aber ich möchte auch gerade, weil er lange hier in Hessen gelebt hat, auch an den Dresdner, aus Dresden stammenden Wolfgang Mischnick oder auch den Dresdner Herbert Wehner erinnern, die z. B. 1973 zu einem Geheimtreffen mit Honecker reisten, um die humanitären Erleichterungen von teilungsbedingten Härten zu erreichen. Den Deutschen in der DDR, aber auch den Völkern in Mittel- und Osteuropa wurde nämlich so noch einmal deutlich, dass die Bedrohung für sie nicht von der freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Gesellschaft der Bundesrepublik auf der anderen Seite des antifaschistischen Schutzwalles ausging. Den Menschen, die für die Freiheit auf die Straße gingen, und zwar obwohl dies Gefängnis bedeuten konnte oder noch viel Schlimmeres, obwohl damit auch Repressalien für ihre Familien drohten, sind auch wir in Hessen zu Dank verpflichtet. Ihr Mut bannte nicht nur die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung mitten in Deutschland. Vielmehr wurde auch uns, die wir in einer freiheitlichen Gesellschaft groß geworden sind, vor Augen geführt, dass es sich lohnt, selbst die Angst vor Repressionen einer Diktatur zu überwinden und mutig für die Freiheit zu kämpfen. Diese Errungenschaft, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Errungenschaft der friedlichen Revolution brachten die Ostdeutschen in das gesamtdeutsche Erbe ein. Und wenn es vielen Bürgerrechtlern im Herbst 1989 so noch nicht bewusst war, hatte mit dem kommunistischen Regime auch der Staat DDR seine Legitimation beim eigenen Volk verloren. Dem Sog der freiheitlich und marktwirtschaftlich verfassten Gesellschaft der Bundesrepublik konnte die DDR ohne Mauer und ohne Stasi nicht widerstehen. Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher haben erkannt, dass diese historische Gelegenheit zur Beendigung der deutschen Teilung nicht mit Zögerlichkeit angegangen werden darf
und haben mit den 2+4-Verhandlungen beherzt zugegriffen. Auch für diese Entschlossenheit in diesen Tagen ist Dankbarkeit angebracht. Wenn wir einmal uns heute umschauen, hat ganz Deutschland sich mit den Jahren 89, 90 gewandelt. Wir müssen zugeben, nicht alles ist so geplant wie gelaufen wie geplant und erhofft. Der wirtschaftliche Aufholprozess zum Beispiel hat sich deutlich verlangsamt. Das Erbe der sozialistischen Misswirtschaft hat schwerer gewogen, als wir das vor 25 Jahren mit den Gedanken an blühende Landschaften uns noch so vorgenommen hatten. Nicht zuletzt aber auch deswegen, weil ganze Unternehmergenerationen aus ideologischen Gründen damals aus der DDR vertrieben wurden. Und zur Wahrheit gilt auch, dass von deren Kraft und deren Willen zum Aufbau gerade auch wir hier in Hessen in den 40 Jahren zuvor profitiert haben. In vielen Fragen nähern sich die Deutschen in Ost und West immer mehr an. Bei der Kinderbetreuung oder Frauenerwerbstätigkeit werden die alten Länder den neuen ähnlicher. Denn es geht um eine Annäherung in beide Richtungen. So schauen auch wir aus Hessen, ein wenig neidisch z.B. auf die schulischen Erfolge in den neuen Bundesländern, die dort etwa in den Naturwissenschaften erzielt werden. Die einseitige Ost-West-Wanderung der Anfangsjahre ist fast zum Erliegen gekommen. Umzüge zwischen Ost und West, zwischen West und Ost sind mittlerweile Normalität. Und dies gilt auch, wenn man sich die Zahlen für Hessen betrachtet. Frau Kollegin Beers, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass ich glaube, dass wir eine Verantwortung dafür haben, die Erinnerung an die jüngere Geschichte wachzuhalten. Mittlerweile wächst nämlich die zweite Generation heran, die von der deutschen Teilung, die von Stacheldraht und Mauer, die von Stasi keinerlei Erinnerung mehr aus eigenem Erleben hat. 19 Millionen Menschen sind in den vergangenen 25 Jahren in unserem Land zur Welt gekommen, die dies nicht mehr selbst erlebt haben, sondern die dies aus Erzählungen und dem Schulunterricht kennen. Ich glaube, es gilt umso mehr, die Faszination der Freiheit, durch die Deutschland, aber auch Europa seine Einheit gewann, zu bewahren. Und diese Tage zeigen uns meines Erachtens letztendlich auch die Flüchtlinge, die jetzt in unser Land kommen, welche Kraft diese Faszination der Freiheit hat. Deswegen sollten wir genau diese Faszination der Freiheit auch mit sehr viel Freude feiern. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. – Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Plenum und oben auf der Zuschauertribüne! Sie haben für die Feier am übernächsten Wochenende ein sehr schönes Motto gewählt – Grenzen überwinden. Leider geht Ihre Dankbarkeit nur nicht so weit, diesem Motto auch in der aktuellen Politik zu entsprechen. Wir führen diese Debatte heute an dem Tag, an dem Sie in einem Bund-Länder-Gipfel eine massive Verschärfung des Asylrechts beschließen werden, Verbesserungen im Bereich der Asylpolitik, die hart erkämpft wurden, sollen zunichte gemacht werden. Statt der von Ihnen heute geplanten Verabredungen wollen wir eine Solidarität, die eine Kritik an der deutschen und europäischen Asylpolitik und das unbedingte Einstehen für Bewegungsfreiheit für alle mit einschließt, unabhängig davon, weshalb sie ihr Heimatland verlassen. Wir sollten gegen alle Machtverhältnisse ankämpfen, die dafür sorgen, dass eine Schere zwischen den hier Lebenden und den hier Ankommenden aufgemacht wird. Wir wollen ein Europa und eine Welt ohne Grenzen, in der alle frei entscheiden können, wohin sie gehen und wo sie bleiben, und nicht nur einige wenige, die durch ihre Staatsangehörigkeit privilegiert sind. Meine Damen und Herren, real erleben wir doch gerade das Gegenteil Ihres schönen Mottos. Deutschland hat wieder Grenzkontrollen eingeführt.
In Europa werden Stacheldrahtzäune errichtet, und das Mittelmeer ist längst zum Massengrab geworden. Wenn Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer ertrinken, dann sind das keine tragischen Unglücksfälle, sondern die Folge der EU-Abschottungspolitik und der Aushöhlung des Asylrechts. Es wird den Flüchtlingen so schwer wie möglich gemacht, europäischen Boden zu erreichen. Es gibt keine sicheren Fluchtwege, und die Seenotrettung wurde gekürzt. Meine Damen und Herren, der 25. Jahrestag der Deutschen Einheit ist auch für uns Anlass, sich anzuschauen, wie geeint Deutschland wirklich ist und welche Gräben es bis heute gibt. Noch immer gibt es zwischen Ost- und Westdeutschland große Unterschiede bei den Löhnen und Renten. Im Osten ist die Erwerbslosigkeit höher, die Menschen haben eine niedrigere Lebenserwartung und im Schnitt einen sehr viel geringeren Wohlstand. Dafür florieren der Niedriglohnsektor und die Kinderarmut. Die Abwanderung junger und qualifizierter Menschen und der damit verbundene Rückgang der sozialen Infrastruktur stellen breite Landstriche vor große Probleme. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse bleibt also gesamtdeutsche Aufgabe, auch 25 Jahre nach der Einheit. Wir können aber auch von den Erfahrungen der Ostdeutschen lernen. Bei der Nutzung erneuerbarer Energien liegt der Osten heute genauso vorne wie bei der frühkindlichen Bildung und dem Anteil vollzeiterwerbstätiger Frauen. Meine Damen und Herren, es gibt gute Gründe, den Mauerfall und die Öffnung der innerdeutschen Grenze zu feiern. Dass man ungehindert und ohne Gefahren von Ost nach West reisen kann, ist heute eine Selbstverständlichkeit und bleibt eine wichtige Errungenschaft. Gerade in diesen Tagen zeigt sich aber in drastischer Art und Weise, dass es auch im Jahre 2015 noch viele Grenzen, Zäune und Mauern gibt, die eingerissen werden müssen. Es liegt an Ihnen. Es liegt an Ihnen und Ihrer Politik, dass Ihr schönes Motto bei sehr vielen Menschen als zynisch empfunden wird. Ich möchte mit einem Zitat aus der Zeit enden, wohlbekanntlich nicht gerade ein linksradikales Blatt. Ich zitiere: Ein Teil der deutschen Bevölkerung schaut verbittert auf diese opulente Jubelfeier, die sich nicht geniert, in Zeiten europäischer Grenzabschottung unter Einsatz von militärischer Gewalt angesichts rechtsradikaler Straftaten und rechtspopulistischer Antistimmung, angesichts eines weit verbreiteten Hasses von ost- und westdeutscher Bevölkerung gegeneinander und gegen alles Mögliche. Eine Jubelfeier also, die sich angesichts all dieser Beispiele, die das Gegenteil von Integration und Einheit sind, erdreistet, schwarz-rot-goldene Ampelmännchen als Testimonials einer vorgeblich grenzenfreien Gesellschaft zu beklatschen. Soweit die Zeit. Ein letzter Satz, Herr Präsident. Wer das Motto Grenzen überwinden ernst nimmt, der muss für eine Abkehr der Abschottungs- und Abschiebepraxis und eine humanitäre Flüchtlingspolitik eintreten. Sie tun das genaue Gegenteil. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Dr. Wilken, es ist traurig. Es ist traurig, dass Sie eine Debatte über die deutsche Geschichte und über 25 Jahre deutsche Einheit derartig missbraucht haben, wie Sie das gerade gemacht haben. Aber ich muss auch sagen, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass Sie diesen Missbrauch der Debatte hier, dass Sie diese Debatte derartig missbraucht haben. Sie müssten sich bei 25 Jahren deutsche Einheit ja mit Ihrer eigenen Geschichte, mit Ihrer eigenen Parteigeschichte auseinandersetzen. Die Linke in direkter Nachfolge von SED und den Schergen des Regimes der DDR tragen eine große Schuld und große Verantwortung.
Wenn Sie die Debatte angenommen hätten, hätten Sie sich genau mit dieser Geschichte auch auseinandersetzen müssen. Dem sind Sie entgangen durch den Missbrauch mit Ihrem Redebeitrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Motto der Aktuellen Stunde lautet 25 Jahre Deutsche Einheit. Hessen feiert in Dankbarkeit und großer Freude. Lassen Sie mich zunächst das letzte Wort am letzten Wort des Mottos anknüpfen, die Freude. Ja, wir haben allen Grund, uns darüber zu freuen, dass vor 25 Jahren die Teilung Deutschlands überwunden worden ist. Die Bürger der DDR haben das Unrechtsregime der SED, Stasi und Schießbefehl abgeschüttelt. Wir sind das Volk, wir sind ein Volk, skandierten Tausende friedliche Demonstranten im Herbst 1989. Mit der Wiedervereinigung unseres Landes, mit dem Beitritt zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland bekamen die Menschen in den 5 neuen Ländern die Chance auf ein Leben in Freiheit, auf ein Leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Sie bekamen die Chance auf Wohlstand und auf soziale Sicherheit. Die Freude, die wir in der Rückschau auf den Fall der Mauer 1989 und auf die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 empfinden, darf ungeteilt sein. Der tiefgreifende Wandel in der ehemaligen DDR und im ehemaligen Ostblock ist friedlich verlaufen. Die Geschichte lehrt, dass dies alles andere als selbstverständlich war. Wir verdanken das den Menschen, die gegen das Regime aufgestanden sind und die damit den friedlichen Wandel, die friedliche Revolution auslösten. Wir verdanken es ihrem Mut. Es war nämlich nicht klar, und da nehme ich das Bild von Lothar Quanz gerne auf, es war nicht klar, ob die Kerzen sich am Ende gegen die vielfach vorhandenen Waffen durchsetzen würden. Wir verdanken es gleichzeitig dem besonnenen Handeln der damals Verantwortung tragenden Politiker. Aus deutscher Sicht nenne ich in diesem Zusammenhang vor allem den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, den Kanzler der Einheit. Das Ende der Teilung Deutschlands, Europas und der Welt ist fest mit seinem Namen verbunden. Mit Hans-Dietrich Genscher und mit Willy Brandt nenne ich beispielhaft und stellvertretend für viele zwei andere herausragende Persönlichkeiten, die in diesen Tagen gewirkt haben. Mit dem Satz „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“ am 10. November vor dem Schöneberger Rathaus hat Willy Brandt die Zeitenwende, wie ich finde, damals sehr treffend zusammengefasst. Damit will ich den zweiten Begriff aus dem Motto noch ein bisschen erörtern, die Frage der Dankbarkeit. Wir können vor allen Dingen unseren alliierten Freunden dankbar sein. Die Wiedervereinigung liegt 25 Jahre zurück. 70 Jahre zurück liegt die Gründung unseres Landes durch die amerikanische Militärregierung. Hessen profitierte nach dem Totalzusammenbruch von der Freundschaft zu unseren amerikanischen Freunden. Ich hatte vor einigen Wochen Gelegenheit, in der Gemeinde Rasdorf im Landkreis Fulda die Gemeinde zur Point-Alpha-Gemeinde zu erklären, ein Namenszusatz nach der Hessischen Gemeindeordnung, der dazu dienen soll, zu mahnen und zu gedenken, dass die Gemeinde Rasdorf, je nachdem, wie man will, der letzte oder der erste Punkt der freien Welt war. Im hessischen Fulda-Gap standen sich die freie Welt und der Warschauer Pakt, Diktatur und Menschenverachtung am östlichsten Punkt in Deutschland gegenüber. Diese Erinnerung verbinde ich mit Dankbarkeit für vor allem unsere amerikanischen Freunde, die für uns Frieden und Freiheit im Kalten Krieg gesichert haben. Hessen richtet in diesem Jahr die bundesweite Feier der Deutschen Einheit aus. Seit September vergangenen Jahres finden überall in unserem Land Veranstaltungen statt. Die Würdigung der Einheit und der Blick in die Zukunft sind bei den Bürgerinnen und Bürgern auf großes Interesse gestoßen. Wir freuen uns, wenn sich dieses Interesse bei den vielfältigen Veranstaltungen am 2. und 3. Oktober fortsetzt. Hessen hat sich vorbereitet.
das große Jubiläum deutscher Geschichte zu feiern. Es wird ein großes Bürgerfest. Das ist angemessen, weil es vor 25 Jahren die Bürgerinnen und Bürger waren, die die Einheit herbeigeführt haben. Feiern wir unser Fest am 3. Oktober friedlich, dankbar und mit großer Freude. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Beuth. Es gibt keine weitere Wortmeldung. Damit ist der Punkt 70 gehandelt.